Kochen 12.05.2018 mit Fernsehkoch Seltzer McKenzie YouTube. Zubereitung ca. 1 Stunde 35 Minuten ca. 4 Portionen für das Hähnchen, 1 Hähnchen, Klammer auf küchenfertig, ca. 1,2 Kilogramm Klammer zu, Meersalz, Pfeffer 4 bis 5 Esslöffel Butter 1 Esslöffel Paprikapulver, nach Belieben scharf oder edelsüß für den Salat. 2 grüne Zucchini 1 gelbe Zucchini 2 kleine Fenchelknollen 4 Esslöffel Olivenöl 3 bis 4 Esslöffel Zitronensaft 2 Esslöffel Weißwein, Essig 1 türkische Lira Senf Salz, Pfeffer Zucker 6 OG schwarze Oliven, Klammer auf entsteint Klammer zu, 1 bis 2 Esslöffel, geröstete Kerne, Klammer auf zum Beispiel Pinienkerne. Sonnenblumenkerne Klammer zu, 1 bis 2 Grad Klammer auf Umluft 200 Klammer zu, unterstrich i, clean gründlich und falls nötig, Salz und Pfeffer, Kehlengelenken gleich der Brustseite, unterstrich ein Ofengitter legen, ein Abtropfblech einschieben, gleich 50 bis 60 Minuten braten, 2 die Butter zerlassen, 1 türkische Lira Salz mit dem Paprikapulver und der zerlassenen Butter verrühren. Den Ofen nach 2010 Minuten öffnen und das Hähnchen mit der Würzbutter bepinseln. Weiter braten und das Hähnchen etwa alle 10 Minuten erneut bepinseln. 3 Während das Hähnchen gart die Zucchini und den Fenchel waschen, putzen und beides in dünne Scheiben hobeln. In heißem Öl unterwenden ca. 5 Minuten anbraten, dann in eine Schüssel füllen. 4 Aus Zitronensaft, Essig, Senf, Salz, Pfeffer und Zucker ein Dressing rühren. Den Salat damit marinieren und zugedeckt 30 Minuten ziehen, lassen unterstrich das fertige Hähnchen aus dem Ofen nehmen. Den Faden entfernen und die Schenkel am Gelenk abtrennen. Ein Mann des Brustbeins die Brust mit Zahnflügel am Gelenk auslösen. Nach gleich Ehreden noch die Flügel abtrennen und alle Brathähnchenteile auf einem Brett anrichten. Vor dem Servieren die Oliven wob schneiden und unter den Salat mengen. Den Salat mit den Kernen bestreuen und zum Hähnchen reichen. 1 Kilogramm Kartoffeln, 2 türkische Lire Kümmelsaat, Salz, Pfeffer, 1 Zwiebel, 350 Gramm griechischer Joghurt, 2 Esslöffel Weißweinessig, 3 Esslöffel Senf, 8 Esslöffel gut und günstig Rapsöl, 1 Handvoll Dill, 2 frische Forellen, 2 Bio-Zitronen, 4 Zweige Rosmarin, 4 Zweige glatte Petersilie, 2 Buntradieschen mit frischem Grün, 1 für den Kartoffelsalat, die Kartoffeln mit Kümmel in Salzwasser ca. 20 Minuten garen. Abgießen kurz abschrecken und noch heiß pellen, abkühlen lassen, Kartoffeln mit einem Eierschneider in Scheiben schneiden Klammer auf Siehtipp rechts Klammer zu, 2 Zwiebel schälen und fein würfeln, mit Joghurt Essig Senf und 3 Esslöffel Rapsöl verrühren, kräftig mit Salz und Pfeffer würzen, mit den Kartoffeln vermischen, 10 Minuten ziehen lassen und eventuell nochmals nachwürzen, Dill fein hacken und unterheben. 3 Grill auf direkte mittlere Hitze vorbereiten, Forellen kalt abspülen und trocken tupfen, innen und außen salzen und pfeffern, Zitronen in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden, Fische mit einigen Zitronenscheiben, jeweils 2 Zweigen Rosmarin und 2 Petersilienzweigen füllen, mit je 2 Zitronenscheiben belegen, ein Bratenband eng um die Forellen wickeln, so dass die Zitronen und Kräuter nicht verrutschen können. 4 Radieschen abspülen und trocken schütteln, in einer Schüssel mit 3 Esslöffel Öl mischen, mit Salz und Pfeffer würzen, 5 die Forellen auf beiden Seiten mit dem restlichen Öl einpinseln, auf den Grillrost legen und bei geschlossenem Deckel von jeder Seite ca. 5 bis 8 Minuten grillen, Radieschen neben den Fisch auf den Grill geben und ca. 5 bis 8 Minuten grillen. Die Forellen sind gar, wenn sich die Rückenflosse leicht aus dem Fleisch ziehen lässt. Die Fische mit den Radieschen und dem Kartoffelsalat servieren. Fleisch dünn mit Öl einpinseln. Von jeder Seite 2 bis 3 Minuten grillen. Salatblätter mit jeweils etwas Reis, Möhren, Lauch, Zwiebeln, Fleisch und Kresse füllen. Nach Belieben mit etwas Sojasauce beträufeln und Samensauce darauf geben. Pro Portion, ca. 476 Kilokalorien 25 Gi 7 F, 55 Gramm KA 2 Limetten 2 reife Avocados 2 Knoblauchzehen 2 Esslöffel Limettensaft 5 Esslöffel Olivenöl und Öl zum Grillen Salz,
Pfeffer 400 Gramm, Tomaten 1, kleine rote Zwiebel 1, Handvoll Korianderblätter 4, Hähnchenbrüste 1,5 Teelöffel. Schweinekoteletts mit Nudelsalat und Zitronenmayonnaise zubereiten ca. 6 Minuten, 4 Portionen, 2 Bio-Zitronen II. 44.444, Klammer auf 400 Gramm EDK Selektion Fusilloni Salz, Pfeffer 50 Gramm, Pinienkerne 100 Gramm, getrocknete Tomaten in Öl 1 Esslöffel, Rosmarinnadeln 1 türkische Lira, Thymianblätter 1 Fenchel, 5 Esslöffel Weißweinessig, 5 Esslöffel Olivenöl, 180 Gramm schwarze Oliven mit Kern, 2 sehr frische Eigelbe, Klammer auf Größe M, Klammer zu, 2 türkische Lira mittelscharfer Senf, 15 Ohmel Sonnenblumenöl, etwas Öl zum Grillen, 2 Esslöffel Creme Fraiche, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 türkische Lira abgeriebene Bio-Zitronenschale, 1 Knoblauchzehe, fein gehackt 4 Schweinekoteletts, 11 zweitel Handvoll Basilikumblätter, 1 Zitronen in Scheiben schneiden. Für den Nudelsalat die Fusilloni in reichlich Salzwasser bis fest garen. Abgießen, etwas abtropfen lassen und in kaltem Wasser auskühlen lassen. Über einem Sieb gut abtropfen lassen. 2 Inzwischen die Pinienkerne in eine Pfanne ohne Fett rösten. Die Tomaten etwas abtropfen lassen und in schmale Streifen schneiden. Kräuter fein hacken. Fenchel putzen und längs halbieren. Die Hälften sehr fein hobeln. Die Nudeln mit den vorbereiteten Zutaten Essig, Olivenöl und Oliven mischen. Bei Zimmertemperatur ca. 30 Minuten ziehen lassen. Nun den Grill auf direkte mittlere Temperatur vorheizen. 3 Für die Zitronenmayonnaise Eigelbe mit Senf und eine Prise Salz, verrühren Sonnenblumenöl zunächst tropfenweise, dann in einem dünnen Strahl hinzufügen, immer erst gut unterrühren, bevor Knoblauch schälen und zusammen mit den Kräutern fein hacken, mit Hackfleisch, Senf, Ei, Sahne und Semmelbröseln gut vermischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Aus der Masse mit angefeuchteten Händen ca. 16 Bällchen formen. 30 Minuten kalt stellen. Holzspieße in Wasser einlegen. 2 Inzwischen den Grill auf direkte mittlere Hitze vorbereiten. Ingwer und Zwiebel schälen und fein hacken. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel und Ingwer darin kurz anbraten. Zucker dazugeben und leicht karamellisieren lassen. Beeren und Essig hinzufügen, aufkochen und alles zugedeckt bei milder Hitze etwa 5 Minuten köcheln lassen. Speisestärke mit 1 Esslöffel Wasser glatt rühren und unter das Kutni mischen. Kurz aufkochen lassen, das Ganze mit Salz und Pfeffer würzen und abkühlen lassen. 3 Zitronensaft mit Zucker und Sauerrahm verrühren. Rapsöl hinzugeben unterstrich und alles mit Salz und Pfeffer würzen. Kurz vor dem Servieren der Spieße mit dem Salat vermischen. 4 Je 2 Fleischbällchen mit einer Kartoffel und 2 Lorbeerblättern auf 2 Holzspieße aufspießen. Die Spieße rundherum mit etwas Öl einpinseln und bei geschlossenem Deckel 12 bis 15 Minuten grillen, dabei gelegentlich wenden. Mit Salat und Kutni servieren. Pro Portion, ca. 731 Kilokalorien, 43 g, 41 Gramm mal 10 hoch 3, 1 Gramm kcal. Ribeye-Steak mit Fenchel, Orangenrub und Kräuterbaguette Zubereitung ca. 60 Minuten 4 Portionen 1 türkische Lira Orangenschale 2 türkische Lira grobes Meersalz 2 türkische Lira roher Zucker 2 Esslöffel Pfefferkörner 1 Esslöffel Fenchelsamen 4 Ribeye-Steaks gut und günstig Sonnenblumenöl zum Grillen 2 Knoblauchzehen 150 Gramm weiche Butter 1 Handvoll Kräuter Klammer auf zum Beispiel Rosmarin Schnittlauch, Thymian, Petersilie, Klammer zu, 1 Esslöffel Zitronensaft, ETL, Zitronenabrieb, Salz, Pfeffer, 1 großes Baguette, 400 Gramm Kirschtomaten an der Rispe, 1 für den Rub, A-E mit Salz, Zucker, Pfeffer, Samen fein mörsern, Strialf dünn mit Öl bestreichen, 2 gleichmäßig einreiben und sanft ins Fleisch drücken, 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Den Grill auf starke direkte Hitze vorbereiten. 2 Für die Kräuterbutter den Knoblauch schälen und pressen. Die Butter mit den Quirlen des Handrührers cremig aufschlagen. Kräuter fein hacken und dann zusammen mit Knoblauch, Zitronensaft und Abrieb unter die Butter rühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
3. Das Baguette mit einem Brotmesser alle 2 cm tief ein, aber nicht durchschneiden. Kräuterbutter mit einem Messer in die Zwischenräume streichen. 4. Die Steaks bei geschlossenem Deckel 6 bis 8 Minuten medium rare grillen, dabei geschmacksintensiv. Die EDK-Kräuterbutter wird aus original irischer Butter zubereitet und mit frischem Schnittlauch, frischer Petersilie und Dill verfeinert. 1 bis 2 Mal wenden. Danach vom Grill nehmen und zugedeckt etwa 5 Minuten ruhen lassen. 5. Inzwischen die Tomaten mit etwas Öl einpinseln. Zusammen mit dem Bakuette-Brot auf den Grillrost legen. Circa 5 Minuten grillen, bis die Tomaten aufplatzen, das Brot knusprig und die Butter zerlaufen ist. Pro Portion circa 874 Kilokalorien, 58 Gramm E, 52 Gramm F, 43 Gramm KH. 4 Bananen, 200 Gramm Vollmilchschokolade, 8 OG Walnüsse, 20 Gramm Zuckerminze zur Deko. Die ungeschälten Bananen der Länge nach aufschneiden, ohne sie ganz eins unterstrich zu schneiden. Mit einem Messer die Bananen aufklappen. Die Schokolade in kleine Stücke hacken und in die 1 Bananen füllen. Die Bananen nach dem Füllen auf den vorbereiteten Grill legen und so lange grillen, bis die Schokoladenstücke geschmolzen sind. Inzwischen die Walnüsse probacken und zur Seite stellen. Den Zucker in eine Pfanne geben und karamellisieren lassen. Die Walnüsse im Karamell schwenken und beiseite stellen. Für die Salsa die Zwiebel schälen und für 2010 Minuten zusammen mit den Paprika von allen Seiten angrillen. Nun Paprika und Zwiebel in feine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. 2. Die Tomaten waschen und ebenfalls in Würfel schneiden. Den Koriander waschen, trocknen und grob hacken. Beides zu den Paprika und Zwiebelwürfeln geben. Den Knoblauch schälen, pressen und alles mit dem Saft und dem Abrieb der Limetten vermengen. 3. Für den Mangosalat die Mango schälen und in Streifen schneiden. Die zweite Zwiebel schälen. Beide Chilischoten von den Kerngehäusen befreien und ebenfalls in Streifen schneiden. Mango, Zwiebel, Chili, den gemischten Blattsalat, Balsamessig, Olivenöl und Honig miteinander mischen und anschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fleisch dünn mit Öl einpinseln. Von jeder Seite 2 bis 3 Minuten grillen. Salatblätter mit jeweils etwas Reis, Möhren, Lauch, Zwiebeln, Fleisch und Kresse füllen. Nach Belieben mit etwas Sojasauce beträufeln und Samsauce darauf geben. Pro Portion, ca. 476 Kilokalorien, 25 g I7, 55 Gramm KH, 2 Limetten, 2 reife Avocados, 2 Knoblauchzehen, 2 Esslöffel Limettensaft, 5 Esslöffel Olivenöl und Öl zum Grillen, Salz, Pfeffer, 400 Gramm Tomaten, 1 kleine rote Zwiebel, 1 Handvoll Korianderblätter, 4 Hähnchenbrüste, 1,5 Teelöffel. Gegrillter Schweinebauch im Salatblatt, Zubereitung ca. 50 Minuten, ca. 4 Portionen für den Schweinebauch, 400 Gramm Schweinebauch ohne Schwarte, Klammer auf, an der Bedientheke in 5 mm dicke Scheiben schneiden lassen, Klammer zu, 2 Knoblauchzehen, 8 Esslöffel Sojasauce und etwas Sojasauce zum Servieren, 1/2 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Ketchup, 200 Gramm EDK Basmati Reis, 2 Möhren, 2 Lauchzwiebeln, 1 großer grüner Salatkopf, 2 Schalen Shiso-Kresse, Klammer auf, alternativ Gartenkresse, Klammer zu, etwas Sonnenblumenöl zum Grillen für die Samsauce, 20 Gramm Ingwer, fein gehackt, 2 Knoblauchzehen, fein gehackt, 1 Esslöffel Reisessig, 1 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Chili-Schorn-Sauce, Klammer auf, Tobandian, alternativ Sambalöl, Klammer zu, eine türkische Lira Sesamöl, ein Fleisch, Trockentupfen und jeweils erriteln. Knoblauch schälen und pressen. Mit Sojasauce, Honig und Ketchup verrühren. Fleisch in der Marinade wenden und 3 Minuten kalt stellen. Gleich zwischen den Grill auf direkte starke Hitze vorbereiten. 2 Reis nach Packungsangabe kochen. Möhren schälen und in feine Streifen hobeln. Lauchzwiebeln putzen und in feine Ringe schneiden. Die großen und 7 Rietel großen Salatblätter vorsichtig
Geflügelschaschlik mit Chimichurri, die Zubereitung ca. 45 Minuten, 4 Portionen, 1 rote Paprika, 1 gelbe Paprika, 4 rote Zwiebeln, 80 OG Biohähnchenbrust, 1 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Rapsöl, 1 türkische Lira Paprikapulver, Klammer auf edelsüß, Klammer zu, Salz. Pfeffer für den Chimichurri-Dip, eine Schalotte, eine Chilischote, zwei Knoblauchzehen, 1 bunt glatte Petersilie, eine Limette, ein Zweig Thymian, ein Zweig Oregano, Salz, Pfeffer, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 die Paprika auf dem Grill schmoren, bis die Haut aufplatzt. Danach herunternehmen und die Haut mit einem kleinen Messer abziehen. Die Zwiebeln schälen. 2. Das Gemüse und die Hähnchenbrust in walnussgroße Stücke schneiden und in eine große Schüssel mit dem Honig vermischen. Mit 2 Esslöffel Rapsöl, Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen. 3. Für den Dip die Schalotte, die Chili und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Die Petersilie grob hacken. Alles dann mit dem Abrieb und dem Saft der Limette, Thymian, Oregano, Salz und Pfeffer in einen Mörser geben und zerreiben. Nach und nach das Olivenöl hinzufügen, bis eine glatte Masse entsteht. 4. Anschließend das Gemüse und das Fleisch abwechselnd auf die Spieße stecken und für ca. 6 Minuten rundherum grillen. Mit Chimichurri-Dip anrichten. Pro Portion ca. 384 Kilokalorien, 5.1 g 14 Gramm Farad, Log E, Lachsburger mit Mango-Avocado-Salsa, Zubereitung ca. 50 Minuten, ca. 4 Portionen, 1 Kilogramm Lachsfilet mit Haut, 1 Biolimette-Z und Koriander, 1 EDK-Avocado, Genussreifi, 1 große Rispentomate, Schwarze, .to für eine Mango, 1 rote Zwiebel, Sojasauce, 1 Kopf Römersalat, 4 Burgerbrötchen, außerdem Zedernholzplatte für den Lachs, Kugelgrill mit Deckel, 1 für den Lachs, die Zedernholzplanke 20 Minuten in kaltem Wasser einweichen, währenddessen die Limette und den Koriander waschen, den Koriander fein hacken. Lachsfilet mit der Hautseite auf die Planke legen, mit dem Saft sowie dem Abrieb, der Limette und dem Koriander würzen. 2. Die Lachsplanke bei ca. 140 bis 150 Grad Grilltemperatur direkt auf die heißeste Stelle legen. Den Deckel schließen und für 3 bis 5 Minuten anglühen lassen. Die Lachsplanke in die indirekte Hitze ziehen, den Deckel wieder schließen. Für 2010 bis 15 Minuten im Kugelgrill garen. 3. Für die Mango-Avocado-Salsa, die Avocado halbieren, entkernen und würfeln. Die Tomate waschen und ebenfalls würfeln. Die Mango schälen, entkernen und in Würfel schneiden, die Zwiebel in feine Würfel schneiden und dann mit der Mango, der Tomate und der Avocado vermengen. Die Sojasauce hinzugeben und alles verrühren.